Hallo, ich bin Tayo von den Do It Tayo Lifehacks. In diesem Video zeige ich dir die schnellste, beste und zugleich günstigste Variante, wie du deinen Wasserkocher entkalken kannst. Unser Wasser enthält nun mal Kalk, ja. Und dieser Kalk setzt sich gerne und schnell auf allen möglichen Oberflächen ab. Das ist nicht nur unhübsch anzusehen, nein, dieser Kalk sorgt auch dafür, dass die Leistung deutlich verringert wird. Und natürlich auch die Lebensdauer der Geräte. Ich zoome hier mal näher rein. So, hier haben wir ja schon mal den Übeltäter. Hier kann man ganz eindeutig sehr starke Kalkablagerungen erkennen. Einerseits am Boden, andererseits an der Innenwand und ganz besonders schlimm an den Heizstäben hier auf der Seite. Um diese Kalkflecken zu entfernen, brauchst du nichts anderes als den günstigsten und billigsten und miesesten Essig aus dem Supermarkt. Ich verwende hier ganz normalen Apfelessig für 45 Cent im Liter. Flasche öffnen und etwas von dem Essig in das Gerät einfüllen. Reicht so ein bisschen, genau. Als nächstes das restliche Gerät mit Wasser auffüllen. Und dabei auf die maximale Füllmenge achten. Deckel zu und einmal aufkochen lassen. So, das Wasser hat den Siedepunkt erreicht und der Wasserkocher hat sich abgeschalten. Jetzt lassen wir diese ganze Mischkulanz so für gut 20 Minuten im Wasserkocher ruhen. Tja, und jetzt nach den paar Minuten wird das noch warme Wasser einfach weggeschüttet. Was ja auch gleichzeitig wieder den Vorteil hat, dass das Waschbecken so ein bisschen durchgeputzt wird. Jetzt wird der Wasserkocher noch einmal gründlich ausgespült. Dann wird es noch einmal aufgefüllt. Noch einmal aufgekocht. Und fertig ist das Ganze. Deckel auf, Wasser rausschütten. Oh, okay. So da, wie neu, oder? Haha. Jetzt steht einem einwandfreien und energiesparenden Wasserkochen nichts mehr im Wege. Wenn dir mein Video gefallen hat, hinterlass mir doch sehr gerne ein Däumchen nach oben. Über einen Kommentar und oder ein Abonnement würde ich mich selbstverständlich sehr freuen. Man sieht mich da, glaube ich, sogar irgendwo spiegeln, gell? Hallo? Und wenn du an mehreren solcher Quick-Tipps interessiert bist, schau doch einfach mal in meine Quick-Tipp-Playlist auf meinem Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.